Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich spiele Hardcore Abschuss bestätigt, COD Ghost. Und dieses Video ist für den taktlos Wookie, den ich hiermit recht herzlich grüßen möchte. Ich hoffe, du schaust es dir ganz an und wirst eine Freude haben. Das ist wie gesagt nur für dich. Ich spiele Abschuss bestätigt mit der FAT. Und wollte sie einfach nur noch mal ausprobieren. Und mittlerweile bin ich der Meinung, du brauchst für die FAT mindestens 3 Aufsätze, dass du die vernünftig spielen kannst. Weil die schießt ja überall hin. Das ist ja, du brauchst einen Griff, dass sie ruhig hält, mit einem Schalldämpfer, dass sie nicht so streut. Man könnte Mündungsbremse noch hinmachen, aber da ist die Schussfolge zu langsam. Man könnte ach so vieles machen. Die FAT ist einfach nicht meins. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, da sitzt der Mac. Es gibt einfach so viel, wo ich mich aufregen könnte. Jetzt würden die Leute sagen, ah, du bist einfach nur scheiße. Ja, das kann sein. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, ich mache jetzt gleich, erfülle ich die Feldbefehle. Und ja, das wollte ich euch zeigen. Sprich, besonders dem Taktlos-Wookie zeigen. Ja, ich bin mittlerweile ganz deiner Meinung, dass das Spiel einfach, ich glaube, es hat was gegen die Wookies. Ich verstehe es nicht, was das soll. Ja, nochmal, ich erfülle gleich die Feldbefehle und kriege die Cam, wo auf der Karte eigentlich ziemlich cool ist. Da kommen so kleine, die kleinen Aliens kommen, suchen die Gegner gezielt und sprengen sich dann selber weg, wodurch du dann die Kills kriegst. Und was gibt es noch für Cam-Arten? Es gibt die normale Cam, zum Beispiel, ich sage jetzt, Würstle-Bude-Karte. Du kriegst die Cam, du erspielst die, kriegst die durch Erfüllen von Feldbefehle. Du kriegst sie, sie wird dir nicht gestohlen, das ist die Voraussetzung, weil diese Dinger werden sehr gern gestohlen. Und ja, setzt sie ein, die Cam kommt. Deformiert die Karte, Gegner sind tot, du hast Abschüsse, yeah, alles ist gut. Was gibt es noch für Camps? Es gibt noch den Predator auf Tempel, gibt es auch keine Probleme. Du kriegst die Cam, vorausgesetzt sie wird nicht gestohlen, setzt sie ein, kannst rumlaufen, die Kills machen, kurz bevor er stirbt oder wenn er stirbt, kann er die Cam ansetzen, die Gegner sterben, alles ist gut. Was gibt es noch für Cam? Es gibt noch besondere ja, Predator habe ich, das habe ich. Es gibt noch den Harrier, gibt es noch aus MW3, und ja, das ist auf einer Download-Karte oder Bonus-Karte dabei. Erfüllst du Feldbefehle, kriegst die Cam, kommt der Harrier, macht auch alle kaputt, gibt es auch keine Probleme, also bis jetzt zumindest. Wenn es Probleme gab, dann ist das immer diese Karte. Diese Karte, am Anfang habe ich sie eigentlich gern gespielt und am Anfang habe ich gedacht, oh, bitte jede Karte, nur nicht Freefall. Freefall ist auch so ein Thema, die ist so verwinkelt, sie ist so eng, wenn du dann Hardcore spielst, die sitzen überall. Und da gibt es auch manchmal Probleme, aber das ist die einzigste, wo richtig rumnervt, rumzickt, wie Mädchen in der Pubertät, sage ich jetzt. Darf man das so sagen? Nein, ich glaube nicht. Ja, war nicht so gemeint. Aber da sitzt der erste Gegner am Eck. Jetzt laufe ich nochmal hin, schmeiß meine Granate rein, dann ist der Gegner weg, da sitzt der eigene Mann dran. Ja, schau. Zack. Ich bin tot. Oh, dieses Spiel. Ja, versteht das nicht falsch. Ich spiele es eigentlich recht gern, aber wenn es dann rumzickt und drum nervt, ja, also ich weiß nicht. Jetzt kommt gleich der Schildschubser. Da kommt er. Man schaue auf die Tür. Ich stehe hinter der Tür, habe gewissen Abstand. Er schubst mich durch die Tür. Da geht's ja. Der Schildschubser. Ja, die Freundin vom Taktlos Wookie, der wird das gefallen, die, wenn das sieht. Die spielt auch immer mit Schildschubsern. Und ja, da wirst du durch die Wand geschubst. Das passiert. Ist nicht so schlimm.
Es geht ja auch um die Cam. Wie gesagt, ich krieg sie gleich und kann sie dann leider nicht einsetzen. Das Spiel will mich echt verarschen. Also ich verstehe es nicht. So, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Gegner. Ich muss für die Cam muss ich zwei Gegner geduckt erledigen. Also in der Hocke, was ja eigentlich nicht so schwer ist. Es gibt Schlimmeres. Es gibt zum Beispiel für Feldbefehle auf Hardcore Nahkampfangriffe. Das ist ja fast unmöglich. Da jedenfalls, da war er gerade, hab die Cam gekriegt. Und ja, jetzt musst du schauen, dass sie dir nicht gestohlen wird. Sie haben oder Ziel erfüllen, ist schön und gut. Und dann musst du noch das Glück haben, dass sie dir nicht gestohlen wird. Aber die hätten sie im Nachhinein ruhig haben können. Also so ein Bullshit habe ich ja noch nicht gesehen. Das regt mich richtig auf. Dieses Spiel. So, da kommt sie. Nein, das Spiel ist gut, aber es steckt halt wirklich voller Fehler. Also ist ja furchtbar. Da ist sie. So, jetzt hat. Wie ich gerade erzählt habe, gibt es diverse Camps, wo du auf jeder Karte haben kannst. Ganz spezifische. Ob es das Boot ist, ob es die Würstelbute ist, ob es die Aliens sind auf der Karte, ob es der Predator ist, ob es der Harrier ist. Aber was ist das? Das macht Activision extra nur für die Wookies. Ich weiß nicht wieso. Da gibt es so Probleme. Ja, wenn du andere Camps hast, die setzt du ein. Und gut ist, das interessiert gar keinen. Du hast sie, setzt sie ein. Und gut. Aber was ist so viele Truppenmitglieder in der Nähe? Zu viele Truppenmitglieder in der Nähe. Ja, so ein Bullshit. Kurzer Fix. Was sollst du machen? Ich weiß gar nicht, wohin. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll, dass ich das Ding einsetzen kann. Ja, fürchterlich. Ja, da, das dazu. Mich würde interessieren. Habt ihr auch mal so Probleme gehabt? Passiert das nur mir? Passiert das nur den Wookies? Ich glaube, das wurde extra für die Wookies gemacht. Der Taglos-Wookie hat des Öfteren Probleme, sprich, du kannst als Gegner kannst du ausmachen, kein rotes Fadenkreuz, kein Name wird angezeigt und so weiter. Dann ist es ja schon gut. Aber wenn du dann auf Leute zielst und es zeigt keinen Namen an und du schießt drauf, dann ist es der Verbündete, ja, dann stirbst du halt. Manchmal kann es sein, dass der Typ zu nah am Container dran ist, dass der Name da dahinter ist oder sowas. Da gibt's, kann man das nicht irgendwie anders machen, dass man das gescheit unterscheiden kann. Freund und Feind, ist es auch so ein Ding. Da gibt's verschiedene Themen. Mich würde interessieren, habt ihr auch so Probleme? Schreibt mir ein kleines Kommentar, würde mich freuen. Taktlos Wookie, schaust dir an. Hast einen Grund, dich mehr zu aufregen. Aber diesmal gebe ich dir recht. Zu viele Truppenmitglieder in der Nähe. Ich glaube, das existiert extra nur für uns. Ja, ich weiß nicht wieso. Gell? Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß. Schönen Tag noch. Ciao. Gruß. Euer Wookie.